Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Da besteht auch seitens der Polizei kein Zweifel. Die Grenze wird allerdings überschritten, wenn sich Menschen nicht an Gesetze halten. Das betrifft momentan besonders die sogenannten Corona-Spaziergänge. Dazu begrüße ich heute im Studio zu Gast Dietmar Schilf, Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen. Guten Tag, Herr Schilf. Ja, Frau Sacher. Die GdP bittet die Teilnehmenden der Anti-Corona-Versammlungen bei ihren Demonstrationen, die Polizei nicht unnötig zu belasten. So steht es in Ihrer Pressemitteilung. In welcher Form wird denn die Arbeit der Polizisten behindert? Wir stellen seit mehreren Wochen ja fest, dass wir unangemeldete Versammlungen haben in der ganzen Bundesrepublik und auch bei uns im norddeutschen Raum und Niedersachsen. Und das bedeutet, trotz der zusätzlichen Arbeit, die ja die Kolleginnen und Kollegen im Bereich der inneren Sicherheit machen müssen, nochmal eine zusätzliche Belastung. Und das muss man sich genau überlegen, mit wem man dort auf die Straße geht. Dass man demonstrieren kann, ist keine Frage. Aber die Frage ist, in welchen Art und Weise das passiert. An welche Auflagen müssen sich denn DemonstrantInnen halten, wenn sie auf die Straße geht? Jeder hat das Recht, sich frei zu versammeln und auch zu demonstrieren. Das ist ja Gott sei Dank Bestandteil unserer Demokratie, unseres Grundgesetzes und Rechtsstaates. Deswegen ist es abwegig, von einer Corona-Diktatur zu sprechen, weil in Diktaturen darf man nicht demonstrieren gegen Maßnahmen des Volkes, gegen Maßnahmen gegen das Volk beziehungsweise gegen Gesetze. Und insofern ist das auch rechtens, dass man auf die Straße geht. Allerdings gibt es bei jeder Versammlung die Notwendigkeit, dass eine Versammlung auch angemeldet werden muss unter freiem Himmel bei größeren Personengruppen. Und das ist oftmals nicht der Fall und sorgt natürlich dafür, dass die Gruppen sich dann nicht an diese Auflagen halten, unter anderem an Masken tragen oder an Abstand. Verstehe. Die neue Strategie einiger Demonstranten ist anderen auch bekannt als die Corona-Spaziergänge. Davon gab es ja auch schon einige in Hannover. Was sind denn Kennzeichen solcher Spaziergänge? Wie sind sie eigentlich zu erkennen? Na, erstmal wird dazu aufgerufen in sozialen Netzwerken. Manchmal sind die sozialen Netzwerke auch nicht richtig sozial, weil ja dort auch Beleidigungen erfolgen oder sogar Morddrohungen ausgesprochen werden. Dort wird dann sehr detailliert dargestellt, an welchen Orten sich getroffen werden soll und dass man dann ganz normal durch die Straßen zieht. Und oftmals ist es dann so, dass wenn sie von der Polizei angesprochen werden, es halt nicht normale Spaziergänger sind, so wie sie sich selber deklarieren, sondern dass sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Es wird ja auch skandiert, was man sich dort wünscht und was man ablehnt. Und wenn die Polizei dann letztendlich einen Versammlungsleiter bekommen möchte, dann gibt es keinen Versammlungsleiter oder keine Versammlungsleiterin. Und man wiegt sich dann unterschiedlich in der gesamten Stadt, ohne dass man richtig Kontakt mit der Polizei aufnimmt. Wie reagieren denn diese unangemeldeten DemonstrantInnen, wenn sie aufgefordert werden, diesen Spaziergang zu beenden? Man hört in Interviews ja öfter, dass sie es selbst begründen, als es ist ja nur ein Spaziergang. Ja, das ist genau das, was ja festgestellt worden ist von Seiten der Rechtswissenschaftler und auch von der Polizei, dass halt eine Versammlung mit einem gleichen Ziel eine Versammlung ist. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht das Problem, warum man sich dort nicht öffentlich zu dem Thema bekennt. Das ist ja nichts Schlimmes, dass man sich dazu äußert. Und man sieht ja dann, dass sich diejenigen, die sich nicht daran halten, dann durch andere Straßen gehen und dort weiter ihre Meinung skandieren. Also es sind halt nicht einfach nur in Anführungszeichen Spaziergänge, sondern unangemeldete Demonstrationen. Will aber auch deutlich machen, nochmal, dass es natürlich das Recht ist, jeder Einzelnen zu demonstrieren und die Meinung zu äußern. Allerdings, wie gesagt, muss sich jeder andere auch an die Auflagen halten. Und das gilt natürlich auch für eine gezielte demonstrative Aktion wie diese. Warum ist denn Gewalt für einige TeilnehmerInnen der Anti-Corona-Versammlung scheinbar ein Muss oder eine Lösung? Ja, da müssen Sie diejenigen fragen, die das dann machen. Wobei auch hier feststellbar ist, dass die Mehrheit der dort dran Beteiligten ja im Grunde friedlich demonstriert und auch keine Gewalttaten macht. Es sind einige wenige, die dann aggressiv reagieren oder wie ja auch in letzter Zeit mitbekommen, zu Gegenstände auf die Polizeibeamten werfen oder sie letztendlich dann auch wegschieben, angreifen. Das sind alle Straftaten und diejenigen, die sich davon nicht distanzieren, nehmen das auf jeden Fall in Kauf, dass diese Straftaten durchgeführt werden. Und da muss sich jeder Einzelne hinterfragen, ob er sich von solchen Leuten dann instrumentalisieren lässt. Noch eine letzte Frage. Was fordern Sie als GdP denn konkret von den DemonstrantInnen,
damit es die Polizei entlastet? Ja, wir fordern, dass das mit im Rahmen einer Versammlung erfolgt, wo man sich mit der Polizei abspricht, wo man sich an die Auflagen hält, also an die Maskentragepflicht und an die Abstände, und wo man koordiniert seine Meinung sagen kann. Das spricht überhaupt nichts entgegen. Es ist alles gut und richtig, dass man demonstriert und seine Meinung äußert. Aber es ist halt so, dass man sich auch gezielt und geordnet halt auch an der Versammlung teilnehmen soll, damit das nicht aus dem Ufer läuft. Und diejenigen, die sich wie gewalttätig verhalten, die werden natürlich zur Verantwortung gezogen. Und davon muss sich dann diejenigen, die friedlich demonstrieren wollen und ihre Meinung berechtigterweise kundtun wollen, auch davon distanzieren. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Schilf. Ja, ich danke Ihnen, Frau Sacher. Tschüss.